Annyeonghaseyo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Lara Emily, ich bin eine Halbkoreanerin, die kein Koreanisch kann, beziehungsweise nur ganz wenig Koreanisch kann und immer noch dabei ist zu lernen. Ich will euch heute mal von meiner Koreanisch-Lernreise erzählen und vor allem auch erzählen, wie ihr Koreanisch lernen könnt, in den verschiedenen Kategorien runtergebrochen. Also was man speziell im Hörverstehen, Lesen, Schreiben, Rechnen, nein Rechnen nicht, Reden, alles machen kann, um die Sprache gut zu lernen. Wir fangen aber erstmal mit meinem persönlichen Teil, also wie es gerade bei mir so aussieht, weil das Ding ist halt, vielleicht kennt ihr mich sogar schon, ich habe mittlerweile seit 2021 Videos zu diesem Thema oder war es sogar 2020? Ich glaube schon. Nein, ich erzähle so einen Quatsch, 2019 habe ich angefangen, oh mein Gott. Ach je, seit 4 Jahren, das ist ja jetzt peinlich. Also ich habe vor ungefähr 4 Jahren angefangen, Koreanisch zu lernen. Ich kenne mich aus einer koreanischen Familie zur Hälfte und mir war es immer sehr wichtig, auch die Kultur zu verstehen. Dazu muss ich aber sagen, meine Mutter hat auch nie wirklich Koreanisch gelernt, weil nämlich als meine Großeltern nach Deutschland kamen, es für sie immer wichtiger war, sich hier zu integrieren, als halt wirklich so in der Kultur und der Sprache festzuhalten. Deswegen war die einzige Person, mit der ich Koreanisch sprechen konnte, immer meine Großmutter, die mittlerweile leider verstorben ist, oder mein Großvater, aber zu dem hatte ich auch nie so wirklich krass Kontakt. Ja, ich habe dann aber 2019 angefangen, Koreanisch zu lernen, war dann auch so 2 Jahre ganz gut dabei, habe sehr, sehr viel gelernt, hatte dann auch Privatunterricht und so, es war mir immer sehr wichtig, also ich habe wirklich jeden Tag dafür stundenlang was gemacht. Musste dann aber aufhören 2021/22, weil ich dann nämlich in die Oberstufe kam und Abitur gemacht habe. Und halt neben dem Abitur nochmal jeden Tag 2 Stunden für eine andere Sprache lernen, geht auf jeden Fall, aber war mir persönlich auch ein bisschen zu anstrengend und ich wollte meinen Fokus eher aufs Abitur legen. Deswegen habe ich aufgehört und das Ganze pausiert. Und ich habe dann jetzt vor einigen Wochen wieder angefangen, die Sprache neu für mich zu entdecken, weil ich nämlich diesen Sommer nach Korea fliege zu meiner Familie und meine Kenntnisse wieder ein bisschen auffrischen wollte. Und das Ding ist, Leute, ich habe einfach so viel wieder vergessen. No joke. Einfache Grammatikformen, die ich damals so gut beherrscht habe, ich habe sie einfach wieder vergessen. Es ist so traurig, wirklich. Und deswegen fange ich jetzt wieder neu an, Koreanisch zu lernen und teile heute mit euch meine Methode. Ich habe hier eine wunderschöne Liste geschrieben mit To-Do-Listen, die ich jetzt machen muss, um mein Koreanisch wieder aufzufrischen. Ich werde sie euch kurz mal vorlesen. Also, als allererstes möchte ich meine Koreanisch-Lernhefte durcharbeiten. Ich habe nämlich damals ganz viele Notizen gemacht, so ganz viel Grammatikformen und so weiter. Und meine erste Aufgabe ist, alle Grammatikstrukturen aus beiden Heften verstehen, in Klammern rausschreiben und Beispielsätze damit bilden. Das heißt, dass ich wirklich die Sachen wieder aktiv nutze, aktiv verwende und Sätze mit diesen Grammatikstrukturen bilde. Zweitens, ich möchte die Workbooks durcharbeiten, die ich schon durcharbeitet habe. Dazu dann auch die Unterrichtsstunden anhören, das habe ich noch aufgeschrieben, und alles rausschreiben und üben. Toll, wie toll, es ist so viel. Ich habe damals nämlich immer mit Talk to Me in Korean geübt, mit diesen Büchern. Und habe da bis Level 3, 4 gearbeitet. Ich weiß nicht, über welchem Level ich jetzt bin, ich muss jetzt mal alles wieder durcharbeiten. Dann möchte ich alle koreanischen Vokabelsets von mir durchgehen und wieder üben und lernen. Und dann habe ich auch noch geschrieben, jeden Tag Vokabeln durchgehen und alle Expressions verstehen. Und dann habe ich aufgeschrieben, Booklet durcharbeiten und die Vokabeln ins Vokabelset eintragen. Ja, also sehr viele Sachen, die ich jetzt noch machen muss, um wieder die Sachen, die ich mal wusste, aufzuarbeiten. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich generell machen würde und vor allem auch Sachen, die ich euch empfehlen kann. Fangen wir mit der Kategorie Hörverstehen. Ich glaube, dass die allermeisten, die Koreanisch lernen, das gerne machen wegen K-Pop oder K-Dramas. Und das war auf jeden Fall auch damals eine meiner Motivationen und da hat es mir total geholfen, auch diese Entertainment-Sachen zu nutzen für das Hörverstehen. Also ich habe ganz oft zum Beispiel die BTS Run-Episoden angeguckt, K-Dramas angeguckt. Und da gibt es eine mega coole Netflix-Extension, wie sagt man das, Extension, ne? Die heißt Language Learning with Netflix und das könnt ihr einfach installieren. Dann habt ihr einfach beide Untertitel, also ihr habt dann die koreanischen und die englischen oder deutschen. Und das fand ich insofern immer hilfreich, als dass man dann wirklich das Koreanische lesen konnte und dabei das Englische und halt einfach sich nicht nur limitieren musste auf eine Sprache. Und man konnte da auch immer auf ein Wort draufklicken und dann direkt die Bedeutung dieses einen Wortes verstehen. Ich habe auch eine sehr lange Zeit mit einer Lehrerin zusammengearbeitet und wir haben dann auch immer ganz viele Konversationen geführt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass Hören und das Verstehen, also das Hörverstehen, ist das Schwierigste, finde ich. Wenn man halt liest, dann kann man so lange darüber nachdenken und gucken, okay, jetzt die Grammatikform, diese Vokabel, gucken und dann überlegen. Aber wenn man halt direkt mit der Person redet, ist es super schwierig, direkt zu differenzieren, okay, ist jetzt Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, worum geht's eigentlich, welche Partikel und so weiter. Also bitte versucht am Anfang schon direkt ganz viel die Sprache zu benutzen und zu verstehen und direkt diese Sprache immer in Verwendung zu haben. Kommen wir schon zu der Grammatik. Wie gesagt, ich habe früher mit einer Lehrerin zusammengearbeitet. Wir hatten einmal die Woche Unterricht, es war Privatunterricht und da hat sie mir immer eine Grammatikstruktur gegeben, die wir dann ganz viel geübt haben.
Aktuell mache ich das nicht mehr, weil mir das jetzt ein bisschen zu teuer ist und ich jetzt ja nicht mehr so eine krasse Ambition habe, die aber trotzdem noch weiter lernen möchte. Und da habe ich auf jeden Fall noch einige Bücher. Also ich habe zum Beispiel das Koreanisch Lernen für Anfänger Buch, keine Ahnung. Dann habe ich die ganzen Talk to Me in Korean Bücher. Und es gibt da ja aber ganz viele Ressourcen, die man nutzen kann. Also ich erinnere mich noch an Korean Omni, die war ganz cool immer. Oder hier dieses Go Billy, nee, dieses Learn Korean with Billy oder so. Also es gibt da schon ganz viele coole Menschen, die Koreanisch teachen und da auch Bücher haben. Ich habe da gar keine persönliche Präferenz. Ich habe halt einfach immer mit Talk to Me in Korean gelernt, aber habe auch keine anderen Dinge, die ich jetzt empfehlen könnte. Also ich habe keine Vergleiche. Ich würde mir wirklich immer eine Grammatikstruktur pro Woche raussuchen und das versuchen immer aktiv zu lernen. Und das Wichtigste ist, wendet diese Sätze für euch persönlich an. Also ganz vielen Büchern ist ja irgendwie sowas, so dann lernt man irgendwie Go Shibda, also ich möchte. Dann macht man irgendwie so, ja, keine Ahnung, Tom möchte einen Apfel haben oder so. Versuche diese Sätze aber für euch persönlich zu machen. Genau das habe ich meiner Lehrerin auch damals immer gesagt. Mach die Sätze persönlich für dein Leben. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ein Video drehen, ich möchte lernen oder so. Dass man einfach Sätze macht, die für sich persönlich passen. Weil nur so lernt man und merkt man die Sätze und merkt auch, wie authentisch sie sind. Wenn man so komische Sachen macht wie bei Duolingo immer, also kennt ihr das? Diese komischen Sätze da. Ist zwar witzig, merkt man sich vielleicht auch teilweise, weil es so absurd ist, aber versucht, eure Sätze zu bilden. Kommen wir zu den Vokabeln. Ich habe Vokabeln auch immer aus meinen Korean Entertainment Sachen genommen, also immer aus K-Pop, K-Dramas oder anderen Sachen, die ich halt in der Korean Entertainment Industrie irgendwie gehört habe und die Sachen immer sofort aufgeschrieben, diese Livestreams angeguckt habe, dann habe ich wirklich Vokabelsets für jeden Livestream gemacht und immer Dinge eingetragen, die die Idols dann gesagt haben. Ich hatte auch einen ganz eigenen Ordner für BTS Run und so. Und das ist schon immer cool, weil es macht halt extrem viel Spaß und so behält man auch die Motivation bei, diese Vokabeln zu lernen. Ich mache es aktuell so, dass ich versuche, jeden Morgen Vokabeln zu lernen. Jeden Morgen so 10 Minuten, weil die Zeit hat man eigentlich und dann hat man schon so eine Gewohnheit, so eine Routine drin und macht es dann auch auf jeden Fall. Ihr könnt auch wieder Habit Stacking anwenden, habe ich auch schon ganz oft erzählt. Also einfach eine Gewohnheit an eine andere ranbinden, zum Beispiel immer nach dem Frühstück Vokabeln lernen oder immer nach dem Zähneputzen, sollte man einfach so einen Anker, sollte man einfach diese Ankergewohnheit, wo man das ranbindet und dann ist es einfacher, diese beizubehalten. Nächste Kategorie ist Lesen / Schreiben. Ich habe damals immer Tagebuch auf Koreanisch geschrieben. Ich habe zumindest versucht, mindestens in meinem Eintrag immer 2 koreanische Sätze drin zu haben. Und wenn man wirklich diese Gewohnheit hat, dann macht man das immer wieder und man steigert sich immer wieder. Und wenn ich jetzt zurücklese in die ganzen Einträge und merke, was ich da schon konnte und da geschrieben habe, macht es auch voll Spaß. Und diese 10 Minuten, die hat man halt wirklich. Also sich so Gewohnheiten machen, wie mit Freunden auf Koreanisch schreiben, vielleicht Instagram-Captions auf Koreanisch schreiben, Tagebucheinträge, was weiß ich. Ich habe auch damals im Spanischunterricht die Vokabeln immer auch noch auf Spanisch, auch noch auf Koreanisch übersetzt. Also ich habe wirklich jede Gelegenheit genutzt, diese Sprache irgendwie zu verwenden und irgendwie einzubinden. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema, und zwar ist das Motivation. Also, ich glaube, die meisten Menschen, die Koreanisch lernen, haben eine Motivation, sonst würden sie, glaube ich, nicht Koreanisch lernen. Weil das eigentlich eher eine Sprache ist, die Leute nur sprechen wollen, wenn sie entweder an das Land reisen wollen, da leben wollen, da entweder Arbeit haben, Familie haben oder halt sich für diese Kultur interessieren. Ich glaube, man hat da meistens schon eine Motivation, weil das eher eine untypische Sprache für den Unterricht ist. Also, deswegen behaltet diese Motivation bei. Erinnert euch immer an dieses Ziel, habt vielleicht einen Vision Board, klebt euch Bilder auf. Aber das Wichtigste ist auch, habt Spaß daran. Wenn es euch keinen Spaß mehr macht, dann hört auch auf. Manchmal muss man zwar durchpushen durch Dinge, die einem keinen Spaß machen. Ich kann aber nur sagen, für mich war es das Richtige, dass ich eine Pause gemacht habe mit dem Lernen. Ich bereue es nicht. Ich bin froh, dass ich mir diese Zeit genommen habe für das Abi. Habe jetzt aber auch schon wieder Bock, weiterzumachen. Vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen.